Ja, willkommen in Gran Turismo. Ich habe mir überlegt, wir fahren mal so ein Spaßrennen. Ich bin hier gerade in der Boxengasse, in der Box beziehungsweise genauer gesagt. Und ja, es gab ja diese Sonderaktion mit dem Gewinn oder geschenkten chinesischen Krankenwagen. Der sieht wirklich genial aus. Shiny and new. Das Ding ist echt witzig gemacht. Und ja, da kann man sich natürlich auch reinsetzen. Uhuhu. Muss ich mich noch mal jetzt neu justieren oder warum steht er jetzt so schräg? Warte mal, komplett. Zack, ja. Ja, alles an Bord. Tape. Was ist das? Plastic Gloves. Also Gummihandschuhe. Desinfektionsmittel. Was sind das? Das sind, ist Mundschutz, genau. Was ist denn? Plastic. Nochmal Plastic Gloves in Small und in Medium. Displays, Telefon, Funkgerät, ja, bisschen spartanisch eingerichtet insgesamt, sag ich mal so. Also wirklich Plastik, hier ist nochmal Funkmikrofon wahrscheinlich. Was das Ding da vorne ist, das weiß ich nicht, R-Spec steht da drauf. Ist auch nur auf der rechten Seite, ist also sicherlich nicht ein Lautsprecher, ist irgendwie... Irgendeine Anzeige vielleicht. Ja, und das Ding ist natürlich komplett, wenn man sich rumdreht, ausgestattet. Also wenn man, ups, zu weit rüber darf man sie nicht. Also wenn man hier reinguckt, das Ding ist komplett eingerichtet. Mit einer Bahre nicht trage, mit Sitzplätzen, hier mit was auch immer das da ist, alles. Gummiknüppel. Endoskop, Stethoskop, so. Und irgendwelchen Tags, Schwämmen, Desinfektionsmitteln. Ja, und die Sitze sind überzogen hier mit so einer Kunststoffhülle, klar. Das muss schon sein aus Hygienegründen. Ja, und mit dem Ding kann man auch nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Ja, irgendwie Rennen fahren. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo das Sinn macht, aber wir fahren jetzt mal einfach mit dem Ding. Ich weiß noch nicht, wohin und wo. Mal gucken, mal irgendwie vielleicht über Nürburgring, das wäre doch was, oder? Über Nürburgring, wäre das nix? Das wäre doch was, oder? Hier einfach so Arkade, das wäre doch was. Warum ist da ein Lautsprecher dran? Wie auch immer, Nordschleife, ja. Den kleinen unten, den ersparen wir uns, oder? 20 Kilometer ist ganz schön lang. Aber eigentlich müssten wir die enge Kiste fahren mit der. Die ist ja nicht so. Komm, wir fahren mal einfach hier. Komm. Egal. Ist ja sowieso Arcade-Rennen. Da müssten ja jetzt ähnliche Autos auftreten. Die fahren alle mit. Wir fahren alle mit. Klar, Arcade-Mode. Fährt hier, ist dieselbe Fahrzeugklasse überall. Und ich glaube, die Fahrzeugklasse gibt es wahrscheinlich nur den. Ja, dann gucken wir doch mal, wie das ist. Achso, ja, Rechtslenker, auch das noch. Oh, der kommt ja gar nicht aus der Pötte. Da muss der drauf stehen bleiben. Gar nicht bremsen. Wer bremst, verliert.
leeres Fahren, habe ich nicht gehört. Ach, wie. Also wir holen kranke Leute ab und wir produzieren auch gleichzeitig neue Kranke, indem wir hier andere Kollegen abdrängen. Ah, da komme ich zwischen. Ja, ich bin ein Arsch, ich weiß. Ich muss die ausbremsen. Innen, genau. Ja, es ist jetzt nicht gerade. Kann man auch? Wieso kann ich nur hupen? Ich kann nicht Tatütata anmachen. Oh, die haben mich angestoßen. Die Sau. Fährt sich aber besser als der VW-Bus, als der Samba-Bus. Na okay, der Samba-Bus ist auch von Anno dazumalen. Das ist ja ein modernes Vehikel, was ja eigentlich auch auf Schnellfahren ausgelegt sein sollte. Oh, schon wieder ein Rallye-Streifen. Ja, ich versuch's ja. So. Guck mal in den Rückspiegel, das sieht ganz gut aus. Krankenwagen über den Nürburgring, wer will das denn noch toppen? Außer die Sabine mit ihrem, was war das? VWLT? Ich hab ihren Nachnamen vergessen. Hier die Rennsabine. Wie heißt sie denn mit Nachnamen? Ich komme gar nicht drauf. Eieiei. Zwei Runden fallen man hier. Ich dachte nur eine Runde. Oh, das ist so langweilig, da kommt da gar keiner mehr. Man muss ein bisschen Sperrenzchen machen hier, oder? Mal gucken, wie der über die Curves geht. Ach du Scheiße. Der hebt bald ab. Ja. Also ist jetzt natürlich eine lahme Gurke, aber. Ist irgendwie komisch. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Weiß nicht. Komische Sache. Wackelt denn wenigstens das Zubehör hier, wenn man so. Ja, das ist nicht realistisch. Das müsste ja mal ein bisschen wachsen. Nee, ich bremse mal nicht. Mal gucken, was er macht, wenn ich ihn einfach rumschmeiße. Ha-o! Der ist anscheinend umgekippt. Sofort Reset. Also der lässt sich nicht so wirklich sliden oder so, also ausbrechen. Aber man wird sofort resettet, wenn man nicht bremst und über die Körbe fährt. Ist da die Animation nicht so weit, dass er sich überschlagen kann wahrscheinlich deshalb. Nein, bremsen tun wir nicht, nicht mit dem Auto. Ein Ambulanzwagen hat keine Bremse. Guck mal, dahin fahren die anderen rum. Ups. Das sieht witzig aus. Sehe ich da was von dem Rückspiegel? Oh, im Rückspiegel? Ah, die sind schon am Falten. Vielleicht soll ich mal ein bisschen rankommen lassen. Ich fahre mal ein bisschen Piano. Komm. Wäre sonst langweilig. Da, ich sehe auch mal die ganzen Zuschauertribünen. Da sitzen da wirklich Leute. Bewegen die sich? Ja, minimal. Oh, da kommen meine Kollegen. Eieieiei. Komm, wir lassen einen vorbei. Komm. Der kann nur drängeln, warum überholen wir nicht? Da ist er. Und noch einer. Toyota Himedic 21. Wer bin ich denn? Toyota Himedic 47.08. Heieiei.
Yippie! Naja, Leute, ich kann euch nicht den ersten Platz überlassen, aber so schön im Rückspiegel, wenn man so sieht, die ganzen Kollegen, die da alle wie so die Mäuse hintereinander herfahren. Wenn die Dinge jetzt noch ein bisschen sportlicher wären, könnte man sich da gute Rennen mitfahren, gute Duelle mitfahren. Oder auf dem Discord-Server so wirklich mit menschlichen Gegnern. Bestimmt lustig. Ah ja, wir fahren in Kolonne zum nächsten Unfallort. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die Runde aufhört, aber wir fahren mal weiter so in eine Kolonne. Und bleiben aber auf Rang 1 und gucken, was passiert. Gar nichts passiert, natürlich passiert nichts. Ah ja, komm nicht zu nah, also bitte. Überholen kannst du mich nicht, das schaffst du nicht. Ah, vielleicht doch. Nee. War ich gar nicht auf, ne, Tank ist voll. Bremsen, sagt er. Upsa, ach du Scheiß. Da ist die Boxenausfahrt. Da haben wir nicht so drauf geachtet. Die ist aber lang und doof. Wird gewunken, komm, put, 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 put. Nein. Ja, witzig, aber schade, dass man die Sirene nicht einschalten kann. Ich dachte, ich hätte das gelesen, dass man die einschalten kann. Ja, dann nicht. Echt schade. Konnte man hier nicht noch sagen, wie war denn das? Konnte man hier nicht sagen, Wiederholungsoption? Nein, das meine ich nicht. Laufmodus. Meinte ich nicht. Hier konnte man doch sagen, ah, VR-Wiederholung, genau. Hintergrundmusik. Jetzt kann man sich das im VR noch angucken, als ob man am Rücken, da komme ich, und der Letzte, der Allerletzte. Kann man sich das im VR noch mal angucken, oder bin ich da? Ne? Ich glaube, ich bin da, da komme ich her. Dahin, der dreiste Letzte, der jetzt innen angreift. Oder bin ich der da? Das ist natürlich doof, weil man kann es. Man kann es nicht mehr genau sagen. Schwierig. Aber irgend so ein Rüpel, der innen überholt. Einer von denen da wahrscheinlich. Das ist natürlich der Nachteil, wenn die alle gleich aussehen. Da, der da innen, das bin ich bestimmt. Der fährt, der da. Vermutlich. Der da hupt, ja, genau, der bin ich. Der da. Platz 2. Die blinken alle mit den Lichtern, ja. Naja, wie gesagt, schöner fände ich es noch, wenn man. Ich war ja noch nie am Nürburgring. Was steht denn da oben für ein komisches Ding? Zuschauertribünen sind sich auch interessant. Da, die bewegen sich so und heben den Arm. So gut besucht ist es aber nicht.
Ja, wie auch immer. Soll auch reichen, um mal zu gucken, wie witzig das sein kann. Aber ich denke, das macht gegen echte Spieler dann mehr Spaß.